Das alte G hat den großen Vorteil gegenüber der Aquagymnastik oder anderen Systemen, bei denen die Probanden, Patienten mit Trägersystem vor Stürzen gesichert werden auf den Laufbändern, dass man mittels dieser Hose, mit der man einsteigt in das alte G, nicht stürzen kann. Man hat also eine Neoprenhose an, die mit dem Luftsack des Alter G verbunden ist, über die man fixiert und angehoben wird. Und dieses Anheben bewahrt eben den Probanden und den Athleten davor zu stolpern. Und diese Stolpergefahr ist gerade bei sehr vielen Krankheitsbildern im Vordergrund. Und wenn einem diese Angst genommen wird, so kann man sich eben einfach viel freier und entspannter bewegen. Zudem, vor allem gegenüber der Aquagymnastik, ist in der frühen präoperativen Rehabilitation nicht die Gefahr, dass der Verband oder die Wunde sich infiziert bzw. mit dem Wasser in Berührung kommt. Hier habe ich einfach die Möglichkeit, steril nahezu zu trainieren, ohne jetzt mich der Gefahr auszusetzen, dass die Wunde sich zusätzlich nochmal infiziert.